Nutzt du Sonderangebote? Heute möchte ich darauf eingehen, was es für Sonderangebote gibt, welche man nutzen sollte, welche lieber nicht und worauf man achten soll. Viel Spaß beim Zuschauen! Mindestens einmal die Woche flattern uns die Prospekte der verschiedenen Lebensmitteldiscounter ins Haus und dann stellt sich die Frage, welche der Angebote nutzen wir denn nun? Zum einen gibt es da die Angebote 10 plus 1, das heißt ihr kauft 10 Stück und kriegt dann eins gratis, zum Beispiel bei Mehl. Da stellt sich aber dann die Frage, habt ihr erstens den Platz, um das ganze Mehl bei euch zu lagern und zweitens, braucht ihr überhaupt so viel Mehl? Das heißt, so müsst ihr schon mal im Vorfeld unterscheiden, welche Angebote sind für euch überhaupt interessant und welche eher weniger. Dann gibt es noch die Angebote, die über das MHD-Datum laufen, also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist in jedem Markt unterschiedlich. Das heißt, die verkaufen die Produkte, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft und die gibt es dann dafür günstiger. Da stellt sich dann wiederum die Frage, welche davon sollte man denn mitnehmen und welche nicht. Also, was ich euch empfehlen könnte, was ihr mitnehmen könnt, ist zum einen Käse. Denn Käse wird älter, der reift einfach nur noch. Außer ihr habt jetzt einen Brie-Käse, der schon ziemlich weich ist, dann lieber nicht. Aber ansonsten, Käse lässt sich eigentlich immer gut mitnehmen. Dann, was ihr noch nutzen könnt, ist zum Beispiel Joghurt. Joghurt hält deutlich länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und auch da könnt ihr nicht viel falsch machen. Das nächste sind Trockenwaren oder Kaffee. Da diese eingeschweißten Beutel, da passiert eigentlich auch nicht wirklich was. Da seid ihr eigentlich auch auf der sicheren Seite. Wovon ich euch allerdings abraten würde, ist dieses abgepackte Fleisch. Denn wenn das dem Haltbarkeitsdatumsende entgegengeht, dann schwimmt das meistens schon im eigenen Saft und das ist dann nicht mehr wirklich lecker und da würde ich dann wirklich auch die Finger von lassen. Das gleiche gilt auch für Geflügelfleisch, also da wäre ich auch lieber vorsichtig und würde mir da dann das holen, das noch ein längeres Haltbarkeitsdatum hat, beziehungsweise direkt in der Metzgerei, denn da weiß ich, wo es herkommt. Was ihr noch günstig bekommen könnt, und zwar gerade zum Wochenende hin, ist Obst und Gemüse. Gerade so frische Beeren oder so, die wollen sie dann gerne noch zum Wochenende hin verkaufen. Und gerade zum Beispiel in der Erdbeerzeit Erdbeeren, wenn die schon ein paar Druckstellen haben, sehen sie vielleicht nicht mehr so schön aus, aber für eine Marmelade oder eine Erdbeersoße sind sie immer noch sehr, sehr gut geeignet. Das gleiche gilt auch für Gemüse, wenn es nicht mehr ganz so schön ist, kann man immer noch eine Suppe draus kochen oder einen Gemüsefond, also auch da, wenn das Angebot stimmt, kann man durchaus mal zugreifen. Das nächste ist, bei Angeboten neigen wir gerne dazu zuzugreifen, wenn wir es auch vielleicht gar nicht wirklich brauchen. Also da sollte man sich vorher dann überlegen, brauche ich das wirklich oder kaufe ich es nur, weil es gerade günstig ist? Was natürlich praktisch ist, wenn man ein Produkt schon seit längerem probieren möchte, dann ist das Angebot natürlich durchaus interessant. Ansonsten muss man halt dann selber abwägen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Oder will ich das oder will ich das nicht? Dann gerade bei Angeboten gilt es noch zu vergleichen, sind die Angebote wirkliche Angebote oder sind es nur Scheinangebote? Das heißt, gerade bei Eigenmarken, die die verschiedenen Discounter anbieten, kann es sein, dass man die Produkte teilweise noch günstiger bekommen kann. Qualitativ ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber vom Preis her gibt es da schon teilweise Unterschiede. Also da sollte man schon genauer hinschauen. Und jetzt zum Abschluss noch die Frage an euch. Geht ihr gezielt einkaufen, da wo es Angebote gibt? Oder sagt ihr euch, nee, ich gehe immer in denselben Discounter und kaufe da meine Produkte? Denn der Vorteil, wenn man immer in den gleichen Discounter geht, ist, man weiß, wo die Sachen stehen. Außer, die räumen mal wieder die Regale um und dann steht man da und ist wieder am Suchen. Also ich muss sagen, ich hasse das. Ich weiß auch nicht, warum die das ständig machen. Aber die werden schon ihre Gründe dafür haben. So. Damit sind wir am Ende des Videos. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einkaufen oder bei der Jagd nach den Sonderangeboten. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!